Ich habe Medizininformatik studiert. Und da fiel meine Wahl auf medizinische Informatik. Ja, ich habe sowohl den Bachelor als auch den Master angewandte Informatik mit dem Studienschwerpunkt medizinischer Informatik studiert. Ich habe einen anderen Schwerpunkt gemacht, zuerst Neuroinformatik, bin dann aber relativ schnell dann zur medizinischen Informatik gewechselt. Ich habe angewandte Informatik studiert in Göttingen, sowohl im Bachelor als auch im Master mit dem Anwendungsfach medizinische Informatik. Weil natürlich das Thema oder das Feld super spannend ist. Also es gibt ein riesiges Betätigungsfeld. Kommilitonen von mir arbeiten in ganz, ganz anderen Berufen als ich zum Beispiel. Das heißt, man hat eine sehr große Auswahlmöglichkeit, wo man sich betätigen möchte. Außerdem hat man natürlich auch die Möglichkeit, eben ja, zu unterstützen, beziehungsweise auch im medizinischen Bereich zu unterstützen, dort eben Forschung weiter voranzutreiben mit diesem Beruf. Da ich an Informatikthemen immer sehr interessiert war, habe ich mich dann dazu entschieden, Informatik zu studieren und bin dann nach Göttingen gekommen. Ich hatte schon immer ein recht großes Interesse so an Logik und digitalen Technologien. Sehr viele Möglichkeiten zur Auswahl, aber ich habe mich im Endeffekt für die medizinische Informatik entschieden, weil ich einfach den Bereich alleine sehr spannend fand, in die Medizin so ein bisschen Einblick zu kriegen oder zumindest also ins Gesundheitswesen. Und ich das auch sehr anwendungsnah gesehen habe, mit vielen, mit wirklich praktischem Hintergrund, praktischen Anwendungen. Das fand ich sehr gut dabei. Ansonsten hat mich auch immer sehr interessiert, wie die wirkliche Anwendung im Krankenhaus, also in der Krankenversorgung, wie das alles abläuft, welche Möglichkeiten es da gibt, wo es auch Schnittmengen gibt und wo auch ganz spezielle Systeme dazu eingesetzt werden. Was mich ganz grundsätzlich interessiert hat, war einfach dieser Brückenschlag zwischen Informatik und Medizin und vor allem auch, wie die Informatik die Medizin so umfangreich unterstützen kann. Das war mir vorher tatsächlich gar nicht bewusst, wie vielfältig eigentlich die Unterstützungsmöglichkeiten sind, die auch Mediziner durch die Informatik erfahren, und da wollte ich gerne ein Teil von sein. Einfach so die Möglichkeit, an der zukünftigen Entwicklung in diesem Bereich halt aktiv mitzuwirken, hat mir gefallen und deswegen habe ich mich dann auch für diesen Studiengang entschieden. Ich denke einfach, es ist ein Bereich, in dem man viel bewegen kann und der auch ja sozusagen die gesamte Gesellschaft betrifft. Ich meine, alle Anwendungsfächer haben natürlich ihren Reiz, aber in der medizinischen Informatik ist es so, dass man doch sehr nah am Gesundheitswesen bzw. mittendrin ist im Gesundheitswesen. Und das ist ein Bereich, der einfach die gesamte Gesellschaft betrifft und in Zukunft auch immer mehr betreffen wird. Auch allein schon durch die Überalterung der Gesellschaft werden immer mehr Menschen auf Gesundheitsdienstleistungen angewiesen sein, aber auch bei der Prävention von Krankheiten werden digitale Lösungen eine größere Rolle spielen. Und daran mitwirken zu können, ist einfach toll und macht Spaß. Wir behandeln dann im Endeffekt auch mit der Bachelorarbeit ein aktuelles Problem in der Medizininformatik und versucht dann eine Lösung zu schaffen. Das hat mir auch sehr gut gefallen, weil das eben jetzt nichts ist, was in der Vergangenheit ist und was es schon gibt, sondern was man eben was komplett Neues erfindet und auch sich mit einem aktuellen Problem beschäftigt. Was ich auf jeden Fall sehr gut fand, war einfach, dass man ein breit gefächertes Spektrum an Themen hatte, sowohl jetzt eben im Kerninformatikteil mit Datenbanken, Programmiersprachen, Grundlagen, alleine einfach Logik per se und aber dann auch eben im Teil der medizinischen Informatik. Da hatten wir Themen Marktanalyse, Projektmanagement, Gesundheitswesen allgemein, bildgebende Verfahren. Also es war sehr breit gefächert und das fand ich sehr spannend, dass man da einen groben Überblick über viele Themen bekommt, um sich dann quasi auch, wenn man möchte, selber seinen Schwerpunkt dann nochmal in der Richtung zu suchen später. Da gibt es unterschiedliche Vorlesungen zu auch den unterschiedlichen Systemen im Krankenhaus. Da wird man dann quasi in die ganzen Abteilungen geführt und dort wird dann das System, was da gerade benutzt wird, sei es ein Picture Archive, ein Communication System oder ein Krankenhausinformationssystem, werden dann vorgestellt. Also das Quartal, was mir am liebsten gefallen hat, waren so Anwendungssysteme im Gesundheitswesen, wo man dann
die Technologie wirklich gesehen hat, wie sie eingesetzt werden kann, was es für Verfahren gibt. Im Studium schon einen Einblick gegeben wird, welche Codesysteme oder welche Nomenklaturen immer wieder verwendet werden. Also so verschiedene Sachen wie die ICD-Codes, die in jeder, bei jeder Krankmeldung beispielsweise draufstehen, um die Diagnose zu kodieren, oder auch andere international genutzten Codes. Also man da eben einfach früher schon gelernt hat, okay, diese gibt es, die werden da und dafür verwendet. Und da jetzt auch zu sehen, dass die auch für so Forschungsprojekte dann jetzt ganz intensiv genutzt werden. Und gerade der Punkt mit den Datenbanken war auf jeden Fall sehr, sehr nützlich, weil genau in dem Feld bin ich jetzt. Ich programmiere das zwar selten selbst, außer vielleicht mal ein paar kleine Sachen, aber ich kann eben mit meinem Kollegen dann genau abstimmen, was ich brauche, was wir fürs Projektmanagement brauchen, welche Datenauswertungen wir für diverse Managementboards etc. haben müssen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr nützlich war. Also sehr nützlich fand ich tatsächlich die Vorlesung zum Gesundheitswesen, da ja das Projekt jetzt aktuell auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung angelegt wurde. Also alles, was im Gesundheitswesen sozusagen Rang und Namen hat, ist hier natürlich auch mit involviert. Und dort die einzelnen Verbindungen praktisch zu kennen, war super wichtig. Außerdem auch die ganzen Programmiererfahrungen und Erfahrungen mit Datenbanken und Datenmodellierung vor allen Dingen auch helfen mir jetzt natürlich in meiner Arbeit sehr. Es geht dann auch um Themen wie Risikoanalyse, es geht um den biologischen Hintergrund, den man bekommt, damit man auch versteht, worum es geht, wenn man über biologische Aspekte redet, über Krankheitsbilder und sowas redet. Also sehr nützlich fand ich einfach diesen Einblick in die Forschungsarbeit, also wenn man schon früh gelernt hat oder gesehen hat, wie funktioniert Forschung, was ist da wichtig und dass es auch nicht immer nur alles schnurstracks gerade ausgeht, sondern dass es immer auch mal wieder Rückschläge gibt und irgendwas mal nicht weiter gefördert wird oder weiter einfach so weiterläuft, sondern dass immer wieder auch ein stetiger Wandel besteht. Wenn wir jetzt über, keine Ahnung, papierbasierte Patientenakten reden, sind jetzt heutzutage gerade mal umschwungen, dass man jetzt alles digitalisieren möchte und auch dann irgendwann maschinenlesbar hat. Das sind natürlich auch so aktuelle Probleme, die einem im Studium begegnen und wo man sich damit in der Realität auseinandersetzen kann. Also ich habe mich ganz viel damit beschäftigt, auch wie Forschungsdaten eindeutig identifiziert werden können, also welche Möglichkeiten es da gibt, dass das auch auf Dauer, also für Langzeitarchivierungszwecke möglich ist. Besonders nützlich ist auf jeden Fall die praktische Erfahrung, die man sammelt. Alle Arten von Praktika, alle Arten von technischer Erfahrung, wenn man verschiedene Projekte entweder im Studium oder auch parallel zum Studium selbst angeht. Das hilft einem alles weiter bei der späteren Arbeit, aber auch Lehrinhalte, ja zum Beispiel zu regulatorischen Vorgaben, wie zum Beispiel Datenschutz und Co. Ja, also was wirklich gut war, war eben dieses breit gefächerte, sodass ich jetzt quasi wenig jetzt ganz detailliertes Wissen für einen bestimmten Bereich habe, aber eben einen guten Überblick über vieles und dementsprechend die Möglichkeit habe, vieles zu verstehen, auch wenn ich es selber vielleicht nicht nachmachen könnte, aber ich weiß ungefähr, worum es geht und kann dementsprechend da gut kommunizieren und kann das weitervermitteln. Also ich habe für mich gemerkt, die angewandte Informatik erschlägt am Anfang etwas. Also es gibt ganz viel zu tun, ganz viele Arbeitsaufträge und Testate und so weiter. Und da fand ich es einfach sehr angenehm, dass es in der medizinischen Informatik so eher so der ruhigere Bereich war und man einfach gemerkt hat, okay, ich habe hier einen Bereich, in dem ich richtig viel jede Woche machen muss und ich habe aber auch einen Bereich, der einfach interessant ist, der mir einfach viel neue Informationen bringt, ohne stupides auswendig lernen und wiederholen, sondern wo es einfach ganz viel darum geht, was in dem Bereich so vor sich geht. Besonders toll fand ich im Studium eigentlich die praktische Anwendung des Gelernten. Es ist halt einfach ein tolles Gefühl, wenn man dann eine Lösung, die man geplant hat, zum Laufen gebracht hat und sie auch wie geplant funktioniert. An dem Studium fand ich einfach gut, in der MI, also medizinische Informatik, gibt es kleine Gruppen, eine sehr individuelle Betreuung und auch immer die Möglichkeit, mehr
aus anderen Bereichen zu lernen oder aus Anwendungsbereichen zu lernen. Also ganz viele Informationen auch, wie sieht es in der Forschung aus, was läuft da gerade. Und da gab es einfach immer sehr viele Einblicke. Und ich fand es auch gut, dass es immer die Möglichkeit gab, auch als Hiwi, also als Studentische Hilfskraft, Erfahrungen zu sammeln und da auch schon mal so ein bisschen in den Job reinzuschnuppern und zu sehen, was man da so machen kann, ohne dann direkt ins kalte Wasser geworfen zu werden nach dem Abschluss, damit man eben auch sieht, worauf lässt man sich da eigentlich ein. Und in dem Zusammenhang gab es halt auch die Möglichkeiten, an Kongressen teilzunehmen, sowohl einfach nur als Zuhörer als auch dann selber irgendwie was zu publizieren oder selber einen Vortrag dort zu halten, auch als Student schon, was eigentlich sehr selten ist, dass das so leicht möglich ist. Schöner Punkt im Schwerpunkt ist, dass er von eher wenigen Leuten gewählt wird. Was ich dahingehend positiv empfinde, dass man zu den anderen Studierenden sehr guten Kontakt aufbauen kann, ist ein wirkliches Gruppengefühl gibt. Also ich habe mit den Leuten, mit denen ich studiert habe, im Schwerpunkt auch privat viel gemacht, wenn man mal was trinken gegangen, Spieleabende gemacht, weil man sie einfach viel besser kannte, weil man alle Kurse zusammen hat. Das kenne ich aus den anderen Schwerpunkten nicht so. Ebenfalls hat mir ganz gut gefallen, wie die Vorlesung, also das Curriculum durchstrukturiert ist. Dass man so Einstiegsvorlesungen hat und dann immer weiter vertieft und am Ende hat man dann so aktuelle Themen in der Medizininformatik und geht auf aktuelle Probleme ein und behandelt dann im Endeffekt auch mit der Bachelorarbeit ein aktuelles Problem in der Medizininformatik und versucht dann eine Lösung zu schaffen. Also ich fand tatsächlich die Vielfalt der Fächer super interessant und auch die verschiedenen Lehrformate, also dass man praktisch Vorlesungen hatte, aber auch Seminare, Gruppenarbeiten, dass sich das eben so ein bisschen widerspiegelt, dass es sehr heterogene Lehrformate waren. Und auch die Ansprechbarkeit der Professoren fand ich immer sehr gut. Die Gruppe, also die Kohorte, war nicht allzu groß, sodass man halt auch einen engen Austausch mit den anderen Studierenden hatte. Eigentlich eine schöne mittelgroße Lerngruppe dann auch. Und es war immer ein sehr netter Austausch und hat auch jetzt abseits der Inhalte auch das Studium sehr angenehm gemacht. Eine sehr interessante Vertiefung und eben ein guter Ausgleich zu dem doch eher großen Arbeitsaufwand in der Kerninformatik. Aktuell arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für medizinische Informatik an der Universitätsmedizin Göttingen. Ich bin dort im Heimweg-Projekt. Das ist ein Projekt, das die Vernetzung verschiedener Universitätskliniker in Deutschland vorantreibt und dort die Interoperabilität zwischen den einzelnen Kliniken herstellen möchte. Und selber arbeite ich dort in der Datenmodellierung. Das bedeutet, dass ich die Daten, die eben innerhalb dieses Projektes anfallen, Patientendaten, Studiendaten, Daten aus zum Beispiel auch Smart Wearables, dass ich dort eben mithelfe, dass die halbwegs normalisiert werden und in einem Datenintegrationszentrum zusammenlaufen können. Also ich arbeite jetzt neben dem Studium am Institut für medizinische Informatik der UMG Göttingen und bin dort eingesetzt in einem Forschungsprojekt, wo ich mich um die Nachhaltigkeit des Projektes kümmere. Also die Frage, wie wir das Projekt auf einer Open-Source-Basis bestätigen kann. Also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter als Medizininformatiker im Forschungsbereich von der Uniklinik in Süddeutschland. Derzeit bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für medizinische Informatik hier in Göttingen und arbeite in verschiedenen Forschungsprojekten mit. Darüber, dass ich halt in verschiedenen Projekten involviert bin, kann ich verschiedene Aspekte auch der medizinischen Informatik sozusagen bearbeiten und mich da auch breit aufstellen, um dann auch für die Zukunft verschiedene Themen auch bearbeiten zu können. Genau, ein konkretes Beispiel für ein Projekt ist zum Beispiel das Zukunftslabor Gesundheit. Das ist ein Verbundprojekt, in dem verschiedene Partner aus Niedersachsen zusammenarbeiten und mein thematischer Fokus dabei liegt auf dem Aufbau von Forschungsdateninfrastrukturen, die den Austausch von interoperabel modellierten Daten zwischen den verschiedenen Partnern erlauben.
Ja, jetzt bin ich im Projektmanagement Office und zwar bei Otto Bock, also dem Weltmarktführer für Prothetik, stellt aber auch Orthesen her und Exoskelette und bin dort sowohl für die Software-Tools zuständig und die dadurch entstandenen Daten und die Datenqualität und bin dadurch auch die Kommunikationsstelle zwischen dem Projektmanagement und der IT, die das Ganze dann technisch umsetzt. Das heißt, da habe ich sehr viel Kontakt einfach mit Menschen, mit den Kollegen, mit den Anwendern, aber eben auch mit meinen Kollegen in der IT. Und bin quasi auch genau das, was ich immer schon spannend fand, dass man mehr oder weniger beide Sprachen versteht, also die Sprache des Anwenders und die Sprache des Entwicklers. Man muss es zwar nicht selber nachher machen, aber man versteht beide und kann dazwischen kommunizieren, weil das ja meistens auf direktem Wege eher sich schwierig gestaltet, wenn ein Vollblut-Projektmanager sich mit einem Vollblut-ITler unterhält und vielleicht beide gar nicht so genau wissen, dass sie eigentlich von der gleichen Sache reden oder eben nicht. Also beruflich habe ich während meines Studiums schon ein bisschen als Hilfswissenschaftler mitgearbeitet, also studentische Hilfskraft. Und dann nach meinem Bachelor war ich so ein bisschen überlegen, ob ich in den Berufsalltag einsteige oder meinen Master mache. Dann habe ich so eine Grätsche da zwischengeschlagen und habe beides gemacht. Also ich bin dann jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut geworden in meinem Masterstudiengang und habe halt eben noch Master nebenbei gemacht zu 100% und arbeite jetzt Teilzeit am Institut und bin jetzt kurz vor der Masterarbeit. Ich beschäftige mich momentan im Kontext der Corona-Pandemie mit einer Datenaustauschplattform, um Forschungsdaten mit Bezug zu Corona, also für Studiendaten, auch zwischen den einzelnen Unikliniken zu übertragen, also um da einfach eine gemeinsame Datenplattform zu erreichen, dass eben alle Unikliniken in Deutschland ein gleiches Datenformat haben und da ihre Daten austauschen können, um auch neue Erkenntnisse zu gewinnen. Demnächst werde ich auch in der Lehre aktiv werden, das heißt das Anlegen von Online-Lehrinhalten zu verschiedenen Themen oder aber auch das Leiten von Kursen für Studenten oder andere Interessierte. Ich denke mal auch, wenn man jetzt zukünftig auf irgendwo anders hin will und also Jobschwierigkeiten hat man da nicht mehr. Also kriegt auch während des Studiums schon diverse Jobanfragen, auch in unterschiedlichen Ländern und also berufliche Probleme hat man da keine am Ende, Arbeit zu finden. Und was ich jetzt auch während des Jobs immer wieder sehe und was ich echt richtig toll finde, ist, wenn ich sehe, wie die Patienten, die dort vom Fenster laufen und direkt aus dem Versorgungszentrum kommen und mit der neu angepassten Prothese dort aufrecht laufen können, obwohl sie vielleicht wirklich gar keine Beine mehr haben. Oder das so direkt auch vor Ort zu sehen, dass diesen Beitrag, den ich da leiste, auch wenn er vielleicht nur im Hintergrund und irgendwie klein erscheint, aber im Endeffekt führt es dazu, dass solche tollen Produkte entwickelt werden und Menschen entsprechend so geholfen werden kann. Und deswegen war es auf jeden Fall goldwichtig, die Entscheidung zu dem Thema Medizininformatik, weil mich das ja auf diesen Weg gebracht hat.